Moin, liebe Imkerkollegen. Heute stelle ich euch mal meine Betriebsweise vor. Ich hatte sie ja schon einmal in einem anderen Video gezeigt und eigentlich soll sie nur beispielhaft stehen für eure eigene Betriebsweise. Denn es gibt nicht die beste Betriebsweise, sondern es gibt viele Möglichkeiten, die vielleicht gut zu euch passen oder weniger gut zu euch passen. Das müsst ihr nämlich selber entscheiden, was euch am wichtigsten ist. Und so passierte es mir auch, dass ich als erstes mal die Zielsetzung festlegen musste. Und da gibt es ja ganz viele Ziele. Honig, Wachs, Völkervermehrung, Zucht, Schwarmverhinderung. Natürlich muss man immer gucken, wie sieht es denn dann mit den Möglichkeiten aus? Hat man überhaupt die Möglichkeit, Bienen zu halten? Hat man die Zeit für die Bienenhaltung? Hat man das Material? Welches Material braucht man eigentlich für die Bienenhaltung? Und natürlich gibt es genug Raum, nicht nur da, wo die Bienen stehen, sondern auch Lagerraum. Natürlich muss man, wenn man seine eigene Betriebsweise erstellen will, auch noch wissen, wo sind denn die Unterschiede zwischen den Betriebsweisen. Und ja, ALX hat da völlig recht, es gibt noch ganz, ganz viele Betriebsweisen, die ich alle nicht genannt habe. Das ist einfach sehr aufwendig. Wenn ich jetzt die Zwei-Königinnen-Methode mir anschaue, da gibt es zig Möglichkeiten, zwei Königinnen in einer Beute zu halten. Ja, kann man. Deswegen, ihr dürft das alle selber entdecken. Das macht Spaß, sich Betriebsweisen anzuschauen, welche Maßnahme wie greift, wie verändert sie das Volk, in welche Richtung. Denn das sollen die Betriebsweisen eigentlich machen. Sie sollen euch helfen, eure Ziele mit diesem Volk zu erreichen. Das Volk würde Honig sammeln und schnellstmöglich schwärmen. Das ist deren Zielsetzung. Ihr als Imker habt eine andere Zielsetzung als das Volk im Allgemeinen. Deswegen ist es wichtig zu schauen, welche Betriebsweisen wie arbeiten. Meine Betriebsweise sollte eine eierlegende Wollmilchsau sein. Sie sollte Honiggewinnung beinhalten, Völkervermehrung, Wachsgewinnung und ich will auch noch Zucht haben. All das sollte diese Betriebsweise in sich vereinen. Das hört sich jetzt nicht nach viel an, denkt ihr. Aber wenn ihr überlegt, wenn ihr imkert mit dem Sheet, habt ihr häufig den Honigraum, den ihr jede Saison wiederverwendet. Die müssen das nicht ausbauen. Den Brutbereich wird wahrscheinlich alle 3 Jahre erneuert bei vielen, weil es die Betriebsweise so hergibt. Ihr seht also, da kann man wenig Wachs produzieren mit. Mir war das aber ein besonderes Anliegen. Deswegen musste das meine Betriebsweise können. Natürlich musste ich dann die Möglichkeiten bestimmen. Welcher Beutetyp ist ideal? Eine Goldsbeute, ein fester Raum wie in einer Bienenkiste, der bot sich bei mir gar nicht an. Das ist nicht flexibel. Ich muss das Ding transportieren können. Ich wollte Ableger machen, ich wollte Völkervermehrung machen. Dafür immer eine dieser großen Beuten hinstellen, war nicht mein Fall, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mir gefällt dann eher so ein Baukastensystem, eben Magazinbeuten. Die sind sehr flexibel. Und gerade wenn man das gleiche Wabenmaß nimmt, im Honigraum und im Brutraum, ist das perfekt. Also blieben Zander, Kunsch, Deutsch Normal etc. Auch habe ich mir die Hilfsmittel angeschaut. Was bringt mir Hilfsmittel? Absperrgitter. Oder soll es doch ein Sheet sein? Ab und zu benutze ich tatsächlich mal ein Sheet. Also es ist nicht so, dass man mit Deutsch Normal auf 1,0 nicht auch mit einem Sheet arbeiten kann. Bei den Hilfsmitteln ist natürlich wichtig zu wissen, wofür sie eigentlich da sind. Das Absperrgitter, klar, wir wollen einen Honigraum haben, wo keine Stifte liegen. Also muss die Königin davon abgehalten werden, dorthin zu ziehen. Das ist eine gute Maßnahme, braucht man aber eigentlich nicht. Wenn man die Warnholzmethode sieht, das geht auch ohne Absperrgitter. Das Absperrgitter ist also eine kleine Blockade und wie gesagt, kann zu Schwärmen führen. Hat also Vorteile und Nachteile. Wenn wir das Sheet jetzt uns angucken, das Sheet begrenzt einen Raum,
wo die Bienen eigentlich erstmal in der Saison nicht bauen sollen und nicht Honig reinlegen sollen und nicht die Königin stiften soll. Setzt ihr also bei 1,5 Deutsch normal hinter dem Sheet Waben ein, werdet ihr feststellen, die werden auch ausgebaut und da wird auch Honig eingelagert, was eigentlich in den Honigraum soll. So, wenn ihr euch jetzt überlegt, das funktioniert natürlich nur, wenn ihr oben das Absperrgitter drauflegt mit dem Sheet. Vergesst ihr mal das Absperrgitter. Was passiert, ist ganz klar, die Königin legt auch in euren Honigraum Stifte. Egal wie eng ihr das Sheet setzt, da wird die Königin nur nach oben gepresst mit der Brut. Dann könnt ihr zwar sehen, wie gut die Königin ist, aber ihr habt halt dann im Honigraum auch Stifte mit aller Wahrscheinlichkeit. Deswegen muss man sagen, wenn man ein Sheet einsetzt, muss man natürlich auch ein Absperrgitter einsetzen. Sonst bringt euch das Sheet sehr, sehr wenig. Ich habe mich gegen das Sheet entschieden. Ich setze es zwar ab und zu ein, aber nur für spezielle Maßnahmen. Aber ich habe mich dann aktiv für das Absperrgitter entschieden. Für mich war der absolute Vorteil von diesem Absperrgitter, dass ich Arbeit dadurch reduzieren kann. Ich muss nicht alle Waben durchgucken. Ich kann ganz genau schauen, welche Waben ich überhaupt zur Durchsicht brauche. Ich kann eine ganz kleine Durchsicht machen, wo ich nur 4 Waben ziehe, wenn ich denn überhaupt keine Zeit habe. Das war für mich der Vorteil von diesem Absperrgitter. Für mich als letzten Punkt natürlich die Arbeitszeit. Was muss ich denn in der Saison leisten? Außerhalb der Saison war mir die Arbeit klar, aber was kann ich innerhalb der Saison an Arbeitszeit leisten? Muss ich jede Woche eine Durchsicht machen? Muss ich unbedingt immer vor Ort sein? Und wie aufwendig sind diese Arbeiten, die ich dann auszuführen habe? Das macht auch eine Betriebsweise aus. Wie einfach ist sie? Somit hatte ich 3 große Probleme. Ich kann keine aufwendigen Tätigkeiten innerhalb der Saison machen. Das ist nicht machbar. Ich habe auch keinen wirklichen Lagerraum. Nur eine Garage und die hat nur einen begrenzten Platz. Und ich kann mir keine Schwärme leisten. Hier habe ich nur hohe Bäume. Da bräuchte es Hubwagen und was weiß ich nicht, um die Schwärme wieder einzufangen. Diesen 3 Problemen musste ich mich stellen. Das erste Problem hatte ich ja schon gelöst. Ich habe das Absperrgitter benutzt, weil ein Brutraum bei Deutsch Normal 11 Waben ergibt und keine 22. Und ich dadurch natürlich einfach die Anzahl der durchzusehenden Waben deutlich geringer halte. Ist so. Deswegen das Absperrgitter. Zweites Problem, Problem des Stauraums. Deshalb ein Wabenmaß, deshalb eine Zargengröße, weil man sie immer wieder verwenden kann für Ableger etc. Die stehen eigentlich nur selten rum und man hat keine Honigräume, die man irgendwie lagern muss. Ich will ja auch Wachs gewinnen, also schmelze ich ein, was geht. Weil ich möchte nicht wissen, wie lange einige ihre Honigräume immer wieder verwenden. Was nicht schlimm ist, aber ich finde es halt nicht so toll. Beim Problem des Schwärmens, das ist tatsächlich Wissen um den Aufbau des Brutnestes. Wenn wir uns also das Brutnest einmal betrachten, dann haben wir ungefähr 3 Entitäten, die unterschiedliche Arbeiten von den Arbeiterinnen erfordern. Die Königin, die stiftet und hoffentlich gut. Ich kann hier immer nur Circa-Werte angeben, weil das natürlich damit zusammenhängt, wann die sozusagen gelegt worden sind und wann sie schlüpfen. Bei den Stiften sind es circa 6000. Sie brauchen eigentlich nur Wärme von den Bienen. Die müssen nicht gefüttert werden, die müssen nur warm gehalten werden. Mehr nicht. Dann kommt die offene Brutlarven. Und ja, ich habe hier circa 12.000 hingeschrieben. Können auch nur 10.000 sein, es spielt keine Rolle. Die sind arbeitsaufwendig. Diese Larven haben Hunger. Und zwar einen enormen Hunger. Dieser enorme Hunger muss gestillt werden durch die Ammenbienen. Das ist Arbeit. Und dann haben wir die verdeckelte Brut. Das ist der größte Batzen. Das sind 24.000 Zellen circa. Die brauchen auch wiederum nur 1 Wärme. Aber kann die Königin in diese Zellen irgendwas reinlegen? Nee, eigentlich nicht wirklich.
Deswegen habe ich mir die letzte Indidet hier genauer angeguckt. Die verdeckelte Brut. Die braucht nur Wärme. Sie stört im Grunde. Weil die Königin kann da nicht reinlegen. Die armen Bienen können nicht füttern. Da kann nicht gebaut werden. Da kann kein Honig oder Pollen eingelagert werden. Hier muss wirklich nur für Wärme gesorgt werden. Klare Lösung. Das, was die Hinterbehandlungsleute immer gerne tun. Brutdistanzierung. So, jetzt Butter bei die Fische. Wie ist das mit meiner Betriebsweise? Wie baue ich da die Brutdistanzierung ein und auch alles andere, was ich so haben möchte? Ja, ich arbeite im Warmbau. Das spielt aber im Grunde keine Rolle. Man kann auch im Kaltbau arbeiten, weil ich im Grunde nicht immer bis ganz nach vorne durchgucken muss, sondern eher im hinteren Teil bleiben kann mit meiner Durchsicht. Damit kann ich auch vorne mal vorne sein lassen und muss nicht immer über die ganze Beute greifen. Das ist bei mir der Grund für den Warmbau. Aber das ist allen selbst überlassen. Ich habe in meinem Brutraum 11 Rähmchen zur Verfügung. Ich sage jetzt einfach, wie das Ganze bei mir dann aussieht. Die erste Wabe ist bei mir der Marktplatz. Da wird alles reingelegt, wo die gerade Platz brauchen. Die können da Brut reinsetzen, die können da Pollen reinsetzen, die können da Honig reinsetzen. Ist mir völlig egal. Meistens bleibt tatsächlich diese Wabe relativ leer. Die zweite Wabe ist der Drohnenrahmen. Ja, ich benutze einen Drohnenrahmen, den schneide ich auch aus. Die dritte und vierte Wabe, das ist der Raum, den ich schaffe. Das sind entweder Mittelwände, bei mir sind es halt Mittelwände, man könnte auch ausgebaute Waben nehmen. Die packe ich da immer regelmäßig in die Lücke zwischen Drohnenrahmen und der eigentlichen Brut. Die von der 5. bis zur 9. Wabe ist mein Brutnest. Und natürlich als Standimker hat man immer eine kleine Futterreserve hinten drin, falls es mal knapp werden sollte. Die sind direkt am Brutnest. Ja, wie passiert dieser Aufbau? Im Grunde, wie gesagt, setze ich ja immer wieder zwei Waben neu ein. Dafür müssen zwei Waben natürlich verschwinden. Diese zwei Waben sind immer zwei Waben mit komplett verdeckelter Brut, die dann in den oberen Honigraum kommen. Was erreiche ich damit? Platz im unteren Brutraum. Und die Bienen interessieren sich für diese Brutwaben doch sehr und gehen dann schneller durch das Absperrgitter durch und sorgen dafür, dass der obere Raum schneller ausgebaut wird, wenn man jetzt Mittelwände hat. Diese Brutwaben im Honigraum sorgen dafür, dass die Bienen dort heizen. Das heißt, der Honig wird schneller trocken und dort schlüpfen unsere ganzen Jungbienen, die eigentlich sonst das ganze Brutnest blockieren würden, weil sie da rumtorkeln und erstmal sich zurechtfinden müssten. Die können dort oben ganz in Ruhe schlüpfen und mit ihrer Körperwärme nochmal euren Honig mehr trocknen. Das Schöne ist, dass dann die Jungbienen erstmal in dem oberen Bereich bleiben, bis sie erst langsam runterziehen. Für die Bienen ist dieser Abstand zum Brutnest völlig in Ordnung und ich setze gern die Waben an die 4. und 8. Position des Honigraums. Wenn es sehr kalt noch ist, bin ich dann auch so flexibel, dass ich die zusammensetze. Das ist also auch kein Thema. Welchen Vorteil hat das Ganze für mich? Ich muss nicht nachdenken. Ich nehme einfach die Waben raus und fertig. Immer nach 9 Tagen mache ich eine Durchsicht. Ich muss nicht nach Weißelzellen unbedingt gucken, weil bevor die Königin es schafft, alles vollzulegen und alles ausgebaut wird da unten, weil das wird wunderbar ausgebaut in dem Brutraum, habe ich Zeit. Ich muss nicht überlegen. Sehe ich aber eine Weißelzelle, dann muss ich handeln, dann mache ich einen Ableger. Die Weißelzellen können sich natürlich nur in der offenen Brut zeigen. Ich muss also nur die Waben nachgucken, die offene Brut haben und muss nicht alle Brutwaben durchgehen. Und das Schöne ist, das Ganze ist flexibel. Nach 12 Tagen schlüpft die letzte Zelle auf der verdeckelten Brut. Dann ist das ganz oben und kann entweder für Futterwaben benutzt werden. Das Schöne sind die Handgriffe. Ich muss nur das Brutnest im Brutraum durchgucken. Mehr muss ich eigentlich nicht machen.
zwei verdeckelte Waben rausnehmen und durch zwei neue Waben ersetzen. Die zwei verdeckelten Waben in den Honigraum setzen oder dann später auch zur Ablegerbildung verwenden und fertig. Ich habe keine Veränderung bis zum Ende der Saison. Die Vorteile meiner Betriebsweise. Im vorderen Teil ist immer Platz, auch wenn es mal zu einem Trachteinbruch kommt. Das ist für einen Standimker sehr wichtig, weil der ständig zwischen Bangen und Hoffen ist. Wenn man natürlich im Rapsfeld steht, wird es ähnlich sein. Vorne ist bei mir immer Platz für die Sammlerinnen. Die machen nicht sofort alles eng im Brutnest. Die Bienen verteilen sich deutlich besser in den Zargen, wenn da irgendwo noch ein bisschen Brut ist. Brut zieht Bienen an. Durch die regelmäßige Gabe von Neuwaben wird das Alter der Brutwaben, weil die rutschen ja immer weiter nach hinten, weil wir nehmen ja immer die alten verdeckelten Waben raus und setzen sie nach oben. Und ich, wie gesagt, nehme sie dann ganz raus. So ist das Alter der Brutwaben doch sehr verjüngt, nämlich ich habe es mal ausgerechnet, dass ich ungefähr zweimal die Waben wechsle in einer Saison. Die alten Ammenbienen werden dann natürlich zu Baubienen und man produziert Wachs. Die Königin hat immer Platz zum Stiften und die Pollenbretter muss ich nicht entfernen und der Pollen kann komplett in Brut umgesetzt werden. Die Königin kann wirklich die ganze Zeit legen. Das heißt, innerhalb kürzester Zeit im Frühjahr habe ich starke Völker. Die Königin schafft es, wenn sie genug Platz zum Legen hat, das Volk richtig stark zu machen. Wenn sie eine gute Königin ist. Wenn sie eine mittelmäßige Königin ist, sehe ich das. Die kommen nicht in Schwarmstimmung dann bei dieser Betriebsweise. Das mag zwar sehr angenehm für den Imker sein, aber für mich sagt es immer, ja, ist nicht ganz so gut. Ich habe da einen kleinen Disput mit meiner Jungimkerin. Aber da seht ihr, wenn eine Königin gar nicht gut legt, seht ihr das auch sofort. Ihr seht anhand der Brutbretter, wie gut die Königin wirklich ist. Ja, und es gibt tatsächlich viel Honig, weil die Völker richtig gut werden. Ich muss aber nur auf 3 Zargen imkern. Ich brauche keine 4. Zarge. Bei 4 Zargen wäre es wieder zu viel. Das sind dann Fleischvölker, wo einfach die Bienenmasse den Honig wieder auffrisst. Deswegen macht man schöne Ableger. Es wird natürlich viel Wachs erzeugt und die Wabenhygiene läuft einfach nebenher. Man kann die Durchsicht auch im Rhythmus von 9 bis 14 Tagen machen. Das ist abhängig von der Volksstärke. Wenn die Königin nicht so aus dem Quark kommt, dann wisst ihr immer, dass eine nicht so gute Königin ist. Aber ihr habt wirklich Zeit. Ihr merkt nämlich sofort, wenn es im unteren Brutraum eng wird. Und dann weiß man auch, dass man gucken muss, ob da Weißelzellen sind. Und wenn da welche sind, dann hey, macht einen Ableger, fertig ist die Kiste. Wie gesagt, man nimmt dann einfach nur die 2 verdeckelten Brutwaben raus und nimmt noch eine mit frischer Brut und hat einen wunderschönen 3-Waben-Ableger. Ich schaffe so 2 Ableger in der Saison von einem Volk zu machen, manchmal 3, aber die Nachteile meiner Betriebsweise. Es ist ein Eingriff ins Brutnest. Damit ist diese Betriebsweise nicht wesensgemäß. Ihr kennt den Spruch, bitte nicht das Brutnest antasten. Das gilt für diese Betriebsweise auch bis zu einem gewissen Grad. Ich lasse die Bienen wirklich in Ruhe, bis sie das erste Mal sich durchlenzt haben. Dann fange ich erst an mit meiner Betriebsweise. Das heißt also, erst wenn die erste Zarge voll ist, bin ich da und arbeite. Ich mache dann zwar schon mal vorne ein bisschen Platz, dass die Königin gut und viel stiftet, aber ich versuche nur ein bisschen zu unterstützen. Das, was wirklich ein Problem darstellt, ist die Varroa-Vermehrung wird gefördert. Und zwar erheblich. Ihr habt ständig gut und viel Brut da. In den Völkern brummt es richtig. Aber das bedeutet auch, dass für die Varroa ein Paradies entsteht. Wenn ihr dagegen zum Beispiel die Imkerei mit Schied seht, werdet ihr feststellen, dass dort deutlich weniger die Varroa-Milbe die Chance hat, sich zu vermehren, weil einfach weniger Brut vorhanden ist zeitweise. Das war eigentlich auch mein Hintergrund, weswegen ich gesagt habe, ich würde ganz gern mal wissen, wie hoch die Verluste sind, wie hoch die Varroa-Zahlen sind in Bezug auf eine Betriebsweise. Weil ich gehe davon ganz stark aus, dass verschiedene Betriebsweisen verschiedene
Hilfsmittelanwendung durchaus entweder die Varroa fördern oder bremsen können. Da hat die Imkerei mit Sheet definitiv die Nase vorn. Da kann ich nicht gegenhalten. Ich muss immer für ein sehr gutes Varroa-Konzept sorgen, ansonsten habe ich Verluste. Und ich gehe davon aus, dass es vielen mit der Warnholzmethode, mit Methoden von zwei Bruträumen ähnlich geht wie mir, dass die halt sehr viele Varroen haben. Ich, weil ich halt noch mehr Brut und damit noch mehr Möglichkeiten habe, dann rennt mir das, sobald es hier ein bisschen trachtloser wird, gehen die Völker natürlich auch räubern. Und dann habe ich Varroen. Und zwar ohne Ende. Und die können sich natürlich dann auch sehr schnell vermehren. Deswegen muss mein Konzept stehen. Ansonsten verliere ich diese starken Völker. Jo, deswegen denkt drüber nach, was ihr wie anwenden wollt in euren Völkern. Ich möchte nicht hier euch bequatschen, meine Betriebsweise durchzuführen. Es ist meine Betriebsweise, die mir persönlich geholfen hat. Aber ich kriege nicht so viel Honig wie die Leute, die mit dem Sheet imkern. Ich habe viel größere Varroa-Probleme als diese Imker. Und ich bekomme nicht so viel Wachs wie jemand, der im Naturwabenbau imkert. Meine Betriebsweise ist auch definitiv nicht wesensgemäß. Ich helfe zwar den Völkern, schneller zu erstarken, weil einfach Platz zum Stiften ist. Ich verhindere die Schwarmstimmung. Aber es heißt nicht, dass das Perfekte ist. Es ist nur eine Möglichkeit, drüber nachzudenken. Und wenn ihr Probleme mit Schwärmen habt, dann wisst ihr ungefähr, wann die geschwärmt haben. Und wenn ihr im nächsten Jahr einfach mal etwas früher einen Ableger macht und vorne ein bisschen Platz schafft, ein paar neue Waben reinsetzt, werdet ihr nicht so schnell einen Schwarm haben. Es ist eine Möglichkeit, aber die Imkerei bietet die Chance auf viele Möglichkeiten. Und jeder arbeitet einen Hauch anders. Und das macht es auch aus. Ihr könnt experimentieren im Rahmen eures Wissens. Und das sollte euch auch keiner nehmen. Denkt drüber nach. Versucht für euch den besten Weg zu finden, mit den Bienen zu arbeiten. Und wenn man jetzt sagt, wesensgemäß ist es nicht, aber ich habe starke und gesunde Völker, solange ich auf die Varroa aufpasse. Das ist das Zeichen für mich, dass ich es vor meinem Gewissen rechtfertigen kann, dass ich nicht wesensgemäß bin. Jeder muss das für sich entscheiden. Und ich hoffe, ich habe euch zum Nachdenken gebracht. Viel Spaß beim Imkern, eure Tine.